So, kommen wir zur Komponente 3. Das wird unser Matjes-Häckerle. Dazu habe ich Matjes schon in Kräuterölmarinade eingekauft. Der hat ein bisschen mehr Geschmack. Man könnte natürlich alternativ, wenn man seinen reinen Touch haben möchte in dem Gericht, dann kann man gerne auch einen Salzhering kaufen, also ohne Kräuter. Den nehmen wir ganz einfach, schneiden den in kleineren Würfel, was ja das Häckerle heißt, gehackt. So, dazu nehmen wir dann noch einen Apfel. Auch in etwa so große Würfel schneiden. Da haben wir dann eine leicht säuerliche und aber doch süße Komponente drin. Dann machen wir noch auch in solchen Würfeln Gewürzgurken dazu. So, und je nachdem, welchen Matjes man jetzt als Grundzutat nimmt, wenn der schon sehr salzig ist, braucht man natürlich jetzt kein Salz mehr dazugeben. Und wenn man zu Hause nur eine sehr saure Gurke hat, macht man jetzt noch eine Prise Salz ran. Bei mir ist das jetzt alles recht mild, also müssen wir es nie weiter abschmecken. Das ist jetzt einfach nach Ihrem Gusto zu gestalten. Und da wären wir mit der Komponente 3 auch schon fertig. Was wir als Viertes zusammen machen, ist Kartoffelsalat. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de